lustig. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Podcast. Ich bin Tara und mache das zusammen mit meiner Freundin Betül. Hallöchen, ich bin die Betül. Hey, und unser Podcast, Leute, heißt Get High und Shy, weil der Name ist cool. Also wir müssen ehrlich sagen, wir haben echt lange gebraucht mit dem Namen, oder? Eigentlich müssen wir dazu sagen, wir haben mit allem sehr lange gebraucht. Ja, also wirklich, allem. Sogar jetzt gerade diese Aufnahme, ungelogen, wir saßen hier jetzt schon 2 Stunden, bis wir unsere Mikrofone einstellen konnten. Ja, und ich habe echt, also mir ist richtig warm geworden, weil ich bin irgendwann so zickig geworden. Ich so, Leute, ich habe keine Nerven mehr für diesen Podcast, dauert das jedes Mal so lange. Und er hat gesagt, wir müssen das nächste Mal wieder einstellen. Ne? Ja, wir müssen uns jedes Mal einstellen. Deswegen müssen wir uns tatsächlich, glaube ich, eine langfristige Lösung überlegen. Aber ganz ehrlich, wir haben da so Bock drauf. Deswegen, ja, wir halten das schon durch. Voll, also peu à peu, das wird, ihr müsst wissen, Leute, wir begleiten das Ganze auch mit einer Kamera. Das heißt, uns wird man auch dabei sehen. Hallo. und wir haben gerade 2 Bildschirme hier und ich muss sagen, das irritiert mich so ein bisschen, aber egal, das wird schon. Ja, ich würde sagen, wir machen mal so eine ganz kleine Vorstellung. Ja, genau. Wer sind wir denn überhaupt? Also, ich bin Tara, ich bin 31 Jahre alt, mache so YouTube, Instagram oder beziehungsweise create Content seit jetzt diesen September 10 Jahre. Krass. Zehn Jahre einfach. 10 Jahre. Wisst ihr, als ich angefangen habe, da konnte man noch gar nichts damit anfangen, außer andere entertainen. Da gab es nichts. So Flüge hier und da oder irgendwelche Kooperationen. Dein Name hat sich auch geändert jetzt, ja, ne? Das ist auch ganz wichtig. Ja, ich hieß mal Tam Tam Beauty. Also vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und ja, habe mich jetzt umgenannt. Mein Vor- und Nachname Tara Tut. Sehr kompakt. Sehr kompakt. Ich dachte, ich muss jetzt mal erwachsen werden. Und ja, Betül. Also wir machen eine ganz kleine Vorstellungsrunde, Leute. Weil wir haben nämlich eine Überraschung für euch. Ja, genau, ja. Die uns so ein bisschen besser noch vorstellen wird, beziehungsweise vielleicht mehr die Wahrheit über uns. Ja, vor allem aus einer anderen Perspektive, dachten wir uns. Tatsächlich hatten wir ganz viele Ideen für unser Podcast heute, ja, also für die erste Folge, aber ihr kennt es bestimmt selbst, wenn man sich etwas vornimmt, ist die Umsetzung manchmal doch etwas anders und ja, so ist es auch heute, aber wir wollten dennoch jetzt einfach mal loslegen. Ja, dann zu dir später mehr, ne? Zu mir später mehr, ja. Du? Wer bist du? Also, ja, ich finde es so lustig, weil man geht ja vielleicht doch schon davon aus, dass 1-2 Leute eben einen kennen, aber vielleicht auch gar keine, kann ja sein. Ja. Ich bin die Betül und ich bin auch 30 Jahre alt, krass. Ich werde dieses Jahr 31, wow. Fühle mich aber nicht so, ich fühle mich wie 18, sage ich euch ehrlich. Und bin, was noch so wichtig ist, ich glaube, ich war mal oder bin Lehrerin. Kann ich ja oder bin sagen? Nee, du bist ja immer noch eigentlich, ja, du bist ja eine Beamtin. Ihr, ja, seid ja dann eigentlich bis, weiß, 44 oder was? Ja, nee, es ist so auch wieder so eine komplizierte Story, aber freigestellt. Ah. Also auf jeden Fall, ich bin Lehrerin, ich habe auf Lehramt studiert und habe noch vor einem Jahr noch unterrichtet tatsächlich in der Gesamtschule. Mhm. Und habe so mit Instagram so während der Corona-Zeit so richtig mal gestartet. Und ja, dann, ja, ist es zudem gekommen, dass ich dann meinen Job gequittet habe. Sorry für die Anglizismen im Voraus. Und ja, jetzt hier das mit Tara gemeinsam mache und ich freue mich riesig drauf. Was hast du unterrichtet? Deutsch und Sovi. So cool. Aber voll, also für ich die meisten. Deutsch geliebt. Aber wirklich Ausnahme, weil wirklich, also die meisten langweilen sich. Ich habe immer gesagt, zu den Deutschen, Deutsch für Deutsche. Ja. Ihr müsst das können. Ich habe alle Bücher gelesen, ganz vorbildlich. Also, habe ich geliebt. Ja, vielleicht kurz im Namen, ne? Also Get High und Shy. Ja. Willst du unseren ersten Namen noch verraten oder sollen wir den einfach für uns behalten? Ich weiß nicht. Sollen wir? Sag du, wenn du sagen willst. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja ein Diskussionsthema für euch. Also der erste, komm, wir Namen sagen. Komm, ja, sag. Also der erste Name hieß Zwischen Tür und Angel. Ja. Und tatsächlich hätte es voll gut zu uns gepasst, weil all das war ja auch zwischen Tür und Angel. Es war wirklich zwischen Tür und Angel. Sie muss nahe schlafen legen, also ihren Sohn. Dann irgendwie, meine Schwiegermama hat heute Geburtstag. Wir haben auch einen Kindergeburtstag noch. Ja, heute noch, ne? Also alles ist immer zwischen Tür und Angel. Und wir dachten uns einfach, zwischen Tür und Angel passt voll, weil man macht so viel zwischen Tür und Angel. Aber ja, jetzt haben wir uns doch für Get High und Shy entschieden. Ja, weil, wisst ihr warum? Weil der Name auf Insta und so komisch ist. Das ist so ein langer, ein komischer, ja, Name. Ja, und vor allem dachten wir uns, wir haben so, ich habe ein paar Leute gefragt tatsächlich wegen Zwischentür und Angel. Ja. Und voll viele haben nicht verstanden, was damit eigentlich gemeint war. Ja. Und gestern die Gruppe war so, was, wir finden Zwischentür und Angel voll cool. Ja,
Ja, egal. Komm, naja, wir finden aber Get High und Chai cool. Und ganz ehrlich, wir machen das doch aus und nicht der Name. Ja, eben. Eben. So aus. Ja, und Get High und Chai, weil, also ich trinke halt voll gern Tee. Mm. Tara, habe ich gerade erfahren, auch neu erfahren, Früchtetee? Nee, was war das? Nur den Pfirsichtee mag ich gerne. Ja, genau. Aber sonst auch gerne Kräuter oder Schwarz. Ja, und wir wollten so einfach so ein Zwischending machen zwischen Coolness, weil der Name hört sich halt cool an, und auch noch so ein bisschen so was Kulturelles mit einbinden irgendwie, ne? Weil wir haben ja auch vielleicht, wenn ihr es so sehen könnt, auch mal... Auch ja, Migrationshintergrund, auch ganz wichtig irgendwo, glaube ich, oder? Ja, warum nicht? Die Leute interessieren sich ja manchmal dafür, wo man kommt. Und ja, hört aber du bist ja eigentlich geboren auch noch, ne? Hier? Also in Düsseldorf. Ja, ja. Ja. Du? Nee, ich bin in Bagdad geboren. Stimmt, ja. Ich bin in Bagdad geboren. Am Fischmarkt. Nein. Und wie viele Jahre bist du eigentlich hergekommen? 5. Ja, okay. Dann bist du trotzdem, ja, also fast hier geboren und aufgewachsen. Ja. Ja, also. So die 5 Jahre. Ja, das ist so der Entstehungsgrund, sag ich mal. Und that's it eigentlich. That's it. Jetzt haben wir uns heute an einem Sonntag zusammengesetzt, damit wir euch ein bisschen was über uns erzählen. Ja. Und vielleicht, was euch erwarten wird. Genau. Was wird die Leute denn erwarten? Also allererstens müsst ihr diesen Podcast abonnieren. Wir machen natürlich weiter, wenn da viele Leute dabei sind. Wir machen auch dabei weiter, wenn es einer ist. Aber trotzdem solltet ihr das abonnieren. Ja, vor allem haben wir uns gedacht, wir machen es auf Spotify. Damit es einfach zugänglich ist für jeden. Und wenn man Bock drauf hat, dann hört man es jetzt an, man schaut es jetzt an, und wenn nicht, dann ist es halt einfach so. Genau. Weißt du? Vielleicht nehmen uns andere Plattformen irgendwann auch auf. Aktuell sind wir auf Spotify, YouTube. Ja. Ein paar Snippets findet ihr auch auf Instagram. YouTube machen wir auch. Genau. TikTok machen wir vielleicht auch noch ein paar Dinge rein. Wie ihr sehen könnt, wir sind noch sehr relativ offen für unsere Entwicklung. Ja. Aber ihr könnt uns auch immer natürlich Mails schreiben, wenn ihr irgendwelche bestimmten Wünsche habt. Wir trinken übrigens Tee. Bethel versucht es gerade abzustellen und hat ein bisschen Angst wegen der Kamera. Aber wenn ihr jetzt... Warte. Also das ist das offizielle Geräusch, wo wir stellen unsere Tassen ab. Trinkst du den ja richtig heiß? Ja, ich liebe heißen Tee. Ich weiß gar nicht, wie du die Tasse gerade überhaupt anfassen konntest. Das ist noch richtig kalt für mich. Ich muss richtig kochen. Boah, dann ist der Kuka ja perfekt für dich. Habt ihr den? In der neuen Küche jetzt auf jeden Fall. Ich freue mich voll. Leute, wir haben jetzt eine Brand genannt, ne? Das muss man auf jeden Fall sagen. Welche? Kurka, ist das nicht die Brand? Ach so, ja. Sorry. Also, aber die sind also alleine, oder? Die gibt es, glaube ich, gar nicht sonst noch in einer anderen Marke. Also, erstmal wäre das, also genau, sie hat schon recht. Wir haben eine Brand genannt, wir sollten dazu sagen, es ist keine Werbung. Ja, genau. Also, wenn es eine platzierte Werbung sein sollte, dann sagen wir das auch. Und wenn wir jetzt einfach irgendwelche Brands nennen oder man sieht irgendwelche Logos, dann ist es aber trotzdem keine platzierte Werbung. Genau. Außer wir sagen, jetzt wird Werbung eingespielt. Ja. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir irgendwelche Partner irgendwann mal für uns gewinnen, die gerne Teil dieser... interessante Partner. Boah, das wäre cool, oder? Das wäre richtig geil. So Insights auch mal, so eine Deep Dive in irgendwelche Themen. Boah. Oder so Co-Creations mit so Mordlust. Krass. Oder so liebe Mordlust. Also ich habe Podcasts für mich tatsächlich durch Mordlust entdeckt. Ich auch. Echt? Wirklich? Ey, das ist so krass. Ich bin immer so, ich lese erstmal die Triggerwarnung, verkrafte ich das oder nicht? Ja, weil wenn du Mutter bist, dann bist du so, ich will keine Geschichten über Kinder, aber früher, Folge für Folge untergerattert. Ich lieb's wirklich. Also die machen das richtig gut und ich hoffe, wir sind irgendwann mal ansatzweise so gut. Ja, das werden wir ganz bestimmt. Ja, mal gucken. Also was euch da erwartet? Genau. Ja, also ganz ehrlich, Leute, wir haben jetzt auch keinen perfekten Plan. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen authentisch, dass wir so mit der Zeit wachsen werden und erfahren, was wir überhaupt so machen wollen. Aber generell erwarten euch eigentlich so die Gedanken eigentlich von uns beiden. Ja. Jetzt so pauschal formuliert. Die Gedanken, unsere Erlebnisse, Erfahrungen, Probleme auch, die wir so vielleicht... Vielleicht Dinge, die man nicht auf Insta erzählt. Ja, eben. Weißt du, wenn man dann sofort irgendwie so einen harten Shitstorm und... voll. Boah, du darfst dich über gar nichts beschweren oder deine Meinung über gar nichts sagen, weil du hast so ein privilegiertes Leben, deswegen darfst du nichts fühlen oder so, ne? Das ist irgendwie schon so auf Insta, finde ich. Und auf anderen Social-Media-Plattformen. Voll. Also ich kenne ja nur Instagram, deswegen kann ich das nur darüber bestätigen. Aber ich finde, es sprengt auch voll schnell den Rahmen auf... Ja, stimmt. Weil manchmal sind die Themen halt doch deep oder
haben Bedarf an, keine Ahnung, ein paar mehr Minuten. Ja. Und dafür ist so ein Podcast eigentlich ganz geil. Wir dachten uns so eine, klar, ne, also Beauty, Fashion, die Stars wird immer schon irgendwie, weil es halt uns auch begleitet, Thema sein. Ja. Aber wir dachten auch so alles andere vielleicht, was im Leben passiert, eines anderen. Ja. Parallelen zwischen uns beiden, aber auch Gegensätze, weil die sind dann halt auch wirklich interessant. Wir werden auch ab und zu Gäste haben. Ja, so wie heute gleich auch. Genau. Die spannendsten Gäste, damit rechnet ihr definitiv nicht. Ich habe eine Umfrage gemacht, ne, auf Instagram, so wen erwartet ihr? Ja. Bevor du ja einfach geleakt hast, dass wir ein Podcast haben. Wir auch noch nicht. Und tatsächlich kamen zwei drauf. Ja, zwei Personen kamen drauf. Und Community ist schlau, das sind die Lehreranwärter. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber zu dem Thema mit dem Leaken, Leute, das soll mal Tara selbst erzählen, weil das ist schon super lustig. Ja. Fang mal an. So, das Ding ist, ich habe leider gar keine Zeit gehabt, welche Storys zu gucken. Ja, also Leute, wenn sie uns gegenseitig supporten, wer soll uns sonst supporten? Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und dann habe ich nämlich an dem Morgen, als wir das Fotoshooting hatten für unser wundervolles Cover, welches ihr gerade seht, Leute, das haben wir auch an einem, was, Samstag oder Sonntag, auch an einem Wochentag geshootet. Ja. Und dann habe ich gesagt, Tara, du hast ja noch gar nichts über den Podcast erzählt, du Assi. Und dann habe ich meine Kamera aufgestellt und gesagt, ey, wir gehen jetzt ein Fotoshooting machen, weil Bete und ich starten jetzt einen Podcast. Und ich habe das eigentlich so beiläufig, weil ich immer Angst habe, dass die Leute denken, ich hype mich zu viel oder so. Ne? Leute, wir wissen jetzt gerade nicht, wo das Bild hier stehen geblieben ist, aber die Speicherkarte war leider voll. Man sieht, wie vorbereitet wir sind. Aber ich werde jetzt einfach mal weiter erzählen, und zwar, wie ich das einfach geleakt habe, dass wir einen Podcast machen. Und zwar an dem Morgen, als wir das Shooting hatten, habe ich alles rausgelegt, mich fertig gemacht und habe ich gedacht, ey Tara, du hast ja noch gar nichts zum Podcast gesagt, wie assi bist du denn? Da habe ich so mein Handy hingeschrieben, mich geschminkt, ich so, ey Bethel und ich, wir machen einen Podcast, deswegen gehen wir jetzt gleich zu einem Shooting. Völlig underrated, weil ich mir dachte so, mach kein großes Ding draus, so nicht, dass die Leute irgendwie denken, ey, du fühlst dich jetzt besonders cool, weil du jetzt einen Podcast machst. Das ist auch so krass, man ist gebrandmarkt, weil man selber freut sich voll, für einen ist das so voll ein Meilenstein irgendwo, aber man ist dann so eingeschüchtert. Ja, darf ich mich jetzt freuen? Ja, darf ich mich freuen. Und dann habe ich das gesehen, ich habe die Story gesehen, Leute, und ich dachte mir so, what the, ne, das war wirklich krass. Ja. Ich dachte mir so, wir wollen noch Countdown machen und das machen und dies machen. Wir wollen auch zum Beispiel, also wenn diese Folge jetzt gerade online geht, hatten wir auch schon zum Beispiel unser Brunch mit unseren Mädels, unseren Kolleginnen, mit denen wir auch privat eng sind. Und ja. Wisst ihr, wir machen daraus eigentlich schon so ein Riesenthema. Und dann die so, ja, nebenbei mal kurz beim Verblenden vom Concealer. Und weißt du, ich habe zu Bethel gesagt, wir reden den ganzen Tag gefühlt miteinander, aber irgendwie doch aneinander vorbei, weil wir gar nicht darüber geredet haben, wie wir das jetzt erzählen oder auch nicht. Voll. Und wir müssen auch nochmal sagen, ne, wir haben das voll unterschätzt mit dem Podcast. Also, ein Gast kommt gerade rein. Ja. Kommen Sie hinein. Also, wir haben das voll unterschätzt, Leute, mit dem Podcast. Und ich hätte es mir einfacher vorgestellt. Tara, du glaube ich auch. Ja, wir haben einfach irgendwelche Mikrofone bestellt, Leute, die gar nicht funktionieren. Und dann, also auch mit nicht. Shoot und Shoot. Ja. Heißt es, ich traue mich nicht mehr, Shooting zu sagen. Auch. Hast du es mitbekommen? Ja, ich habe es jetzt gerade voll vergessen. Weil das heißt ja Schießerei. Ja. Also, eigentlich heißt es ja Shoot? Keine Shoot? Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht könnt ihr uns das mailen oder schreiben, wie auch immer. Als wir unsere Fotos gemacht haben. Ja, warum müssen wir das auch immer Denglisch nicht sein? Ja, Denglisch. Unter Denglisch. Ja, da haben wir auch gefühlt den ganzen Tag damit Zeit verbracht. Ja, voll. Und dann am Ende dürfen wir uns 10 Bilder aussuchen. Ja, 10 Bilder, 12 hast du dir ausgesucht, ne? Ich habe 12 ausgesucht. Wir sind immer, wir brechen die Regeln, Leute. Das ist einfach so bei uns. Wir sind dafür da, um die Regeln zu brechen. Ja, dafür sind die alle da. Do it. Ja, also wir haben zu uns jetzt nicht viel erzählt. Wir warten gerade auf unsere Gäste. Ein Gast kam gerade schon. Ja, wir können ja schon mal erzählen, wer jetzt gleich hier. Ja, genau. Also mein Mann und Beatrice Mann. Also ich wollte erst mal sagen, mein Mann wird gleich nicht gesehen, aber Beatrice Mann wird gleich gesehen. Aber nochmal ordentlich. Oder soll ich auch nicht zeigen? Gucken wir mal gleich. Wie ihr möchtet. Wir holen unsere Männer, unsere Liebsten, die Menschen, die uns am besten kennen, uns ertragen, wenn wir unsere Tage bekommen. Die Menschen, die wir geheiratet haben, werden gleich hier an unserer Seite sitzen und wir werden denen Fragen stellen, die vielleicht etwas unangenehm sein könnten. Ja. Und sie werden uns dann mit ihren Worten beschreiben. Ja, und falls ihr euch fragt, warum er sich nicht zeigen möchte, macht er generell nicht, ne? Ach so, ja.
Name wird auch nicht gesagt. Ach so, sorry. Weil er ist ja ultra, also du kannst ihn ja einfach piepen, Jonai, weil er, ich sage immer zu ihm, bist du Beyoncé oder warum darf man gar nichts wissen? Also den Namen darf man auch nicht wissen. Nee, will er auch nicht, weil die finden den auf Insta. Ah. Und er will halt wirklich komplett privat sein. Okay. Aber ich kann zum Beispiel vielleicht, während die kommen, dazu erzählen, warum. Okay. Weil ich werde es immer gefragt. Er hat mitbekommen, damals bei Esra und Ferhat und damals auch Tara und Ilia, als sie noch verheiratet waren, dass die Männer immer angesprochen wurden. Und du bist doch der Mann von. Ja, ja, genau. Okay, auch. Und dann haben die... Okay, wurde schon mal fotografiert und so auch. Genau. Mhm. Und er hat dann gesagt, dann schreiben die den Frauen, wir sehen eure Männer, die sind gerade da und da. Und ey, die machen gerade dies und das. Und der Ferhat hat immer gesagt, ey, wenn ich gemerkt habe, dass das Zuschauer von Esra sind, dann habe ich nicht mehr mich getraut, hochzugucken, weil dann haben die direkt gesagt, ey, der hat mich angeguckt. Der hat dies gemacht, der hat dies gemacht. Und... Ich verstehe, was er sagt halt, ich will meine Freiheit haben und ich habe schon mal zum Beispiel in der Story erzählt und auf einem YouTube-Video, mein Mann war gestern Abend ein bisschen länger aus, deswegen schläft er heute ein bisschen länger und hat mir einen direkt geschrieben, ihr seid verheiratet, der kann doch nicht mehr einfach nachts rausgehen und dich alleine lassen und so, also die mischen sich in... Das war jetzt jemand... Also, das war einfach auf Insta, irgendeine Followerin. Okay. Die meinte das ernst. Sie meinte also, so richtig ernst. Eure Ehe zu schützen, solltet ihr das nicht mehr machen und so, ne? Also, solltet ihr euch eure Freiheiten gegenseitig wegnehmen? Und das ist vielleicht auch ein Thema, was wir irgendwann mal ansprechen können, wie man das handhabt und wie man vielleicht Eifersucht und so weiter alles mit eine Rolle spielt. Aber er wollte für sich seine Person sein. Er will erstens nicht der Mann von sein, das bist du ja dann die ganze Zeit. Und er will auch in Ruhe was essen gehen. Zum Beispiel, wenn man isst und jemand gafft einen die ganze Zeit an. Vor allem, ich finde das so krass, weil meistens sprechen die Zuschauerinnen ja einen an oder man sieht es so, keine Ahnung, blicken. Aber manchmal weißt du es ja gar nicht, dann kommt später im Nachhinein eine Nachricht. Ich hatte es einmal, ich saß im Restaurant meiner Schwiegermutter und mit Ugi und wir haben wirklich über private Sachen uns unterhalten, ne? Mhm. Also Familienthemen und Probleme und allem drum und dran, sei es, also was einfach nicht in die Öffentlichkeit gehört. Ja. Und dann saß sie wirklich die ganze Zeit da und dann hat sie mir später eine Nachricht geschrieben, hey, ich war direkt neben mir und ich konnte halt zuhören und ich habe mitbekommen, dass ihr dieses Problem habt, vielleicht kann ich euch so und so helfen, vielleicht hatte sie einfach gar nicht. Und hat mal jemand aufgenommen. Böse Absicht? Ja. Aber das ist trotzdem einfach nicht cool. Das ist cool. Uncool. Ja. Das hat jemand mal aufgenommen. Das geht gar nicht. Die haben einfach unser ganzes Gespräch aufgenommen. Das ist heftig, das ist so heftig. Und ich rede ja wirklich, wir reden ja nicht von, also der Großteil unserer Follower sind liebenswürdige, wirklich. Voll. Also einmal war ich im Rewe mit meinem Mann und dann meinte die so, dein Mann ist gerade an der Kühltheke und nicht bei dir, deswegen spreche ich dich jetzt an, wo der gerade nicht bei dir ist, damit ich ihm nicht zu nahe komme. So richtig süß. Oh. Und ich so, boah, warte, ich rufe ihn, weil du hast verdient. Du hast verdient, ihn kennenzulernen. Dieser Versteck. Natürlich, für mich wäre es geiler, wenn ich ihn zeigen könnte. Natürlich. Auch ich glaube auch einfacher. Angenehmer. Ja. Es ist einfach einfacher. Du musst nicht die ganze Zeit jemanden verstecken und alles. Und schon, den kannst du nicht mal den Namen sagen. Ja. Aber. Stell mal, du sagst es aus Versehen so. Du musst immer dran denken. Ja. Du musst halt immer, immer, immer bewusst so damit umgehen. Und es ist schon eine Gemütlichkeit, wenn du es halt nicht musst. Ja, und das ist auch ganz chillig, wenn man mal irgendwie so ein Video machen kann, wo man gemeinsam die Straße entläuft. Oder wo man im Urlaub gemeinsam im Flieger sitzt, ein Selfie oder so. Vor allem, der gehört ja zu deinem Leben. Und ist ein Teil deines Lebens, ein Riesenteil. Und dann lernt man halt diesen Teil nicht kennen. Es ist schwierig, es ist trotzdem seine Entscheidung. Aber ich muss respektieren, dass es seine Entscheidung ist. Und ich kann es auch verstehen. Ich kann es wirklich verstehen. Ich weiß noch, wo eine Zuschauerin mir, und das ist halt immer ohne böse Absicht, aber manchmal halt denkt man einfach nicht ein bisschen weiter, mir einfach so ein gezoomtes Foto von Ugi und seinen Freunden, als sie irgendwo waren, geschickt hat. Man meinte, ja, guck mal, dein Mann ist gerade da, damit du auch Bescheid weißt. Ja, Hat mich ja so geschrieben, ne? Und ja, ich weiß. Ich dachte mir so, woher nimmst du halt dir das Recht, so ihn einfach abzulichten, ohne ihn gefragt zu haben? Ja. Und mir dann zu schreiben, der ist halt da, damit du Bescheid weißt. Ja, ja, das ist schon cringe. Das ist schon richtig crazy, aber naja. Das Thema, ne, könnten wir so lange ausdiskutieren, weil das geht von Mann bis Schwangerschaft bis keine Ahnung, welche Sachen. Ich war letztens noch im Kaufhof, das war auch krass. Da wurde ich halt darauf angesprochen, also wirklich plumpt, ne? Einfach der Satz ist O-Ton so gefallen, wir warten jetzt auf das Baby. Und ich dachte mir so, oh, herzlichen Glückwunsch, habe ich dann so gesagt. Ich so, herzlichen Glückwunsch, wir essen schwanger. Die so, nee, auf euer Kind. Und Ugi war so neben mir und es war mir einfach so unangenehm.
Und hä, was ist das denn für? Man weiß doch mittlerweile, dass man sowas einfach nicht mehr sagen eben. Und soll. Ich glaube einfach, dass sie keine böse Absichten hatte. Natürlich nicht. Das ist einfach in der Menschen, in den Menschen drin. Ja, vor allem. Sind jetzt verheiratet, ja. Die sind jetzt ein Jahr irgendwie gereist oder so und jetzt wird Baby. Vor allem das mit Anna, hast du jetzt bestimmt auch mitbekommen. Ah ja, echt. Also ich weiß es ja schon super lange. Ja. Weil ich, wenn ich immer wieder, wenn ich Anna mal getroffen habe, sie immer so ein bisschen was erzählt, aber sie hat immer gesagt, wir wollten die Öffentlichkeit da raushalten. Ja. Und ich finde es richtig, dass sie es jetzt nicht gemacht hat, beziehungsweise dass sie die Öffentlichkeit mit involviert, weil es ist einfach schwer zu verheimlichen, wie man sieht, zum Beispiel einem Partner oder das, was sie durchmacht. Und ich Schätze treffen ja auch ein. Ja, ne? Ich habe ja auch schon ein Jahr gebraucht, was nichts ist im Vergleich zu anderen, die super lange brauchen, die Endometriose haben und ich hatte nur eine Hormonstörung. Aber dann fragen dich die ganze Zeit alle, dann nimmst du Hormone, dann nimmst du durch die Hormone ja zu. Mhm. Und dann sind alle so, oh, hat's geklappt. Mhm. Und du denkst so, ja, ich habe heute Morgen meine Periode bekommen, bin heute Morgen schon zusammengebrochen und du streust gerade noch mal Salz in die Wunde. Cool. Ich danke dir herzlich, dass du dich in meine Gebärmutter eingemischt hast. Ja, eben. Und ich finde es auch sehr privat, ganz ehrlich. Ja, also ich finde es so privat, weil das ist einfach sehr intim. Genau, das ist einfach was, mich und meinen Mann zu sehen und gar niemand anderen. Und wenn ich habe auch das Problem, ich bin ja jetzt halt auch 30 und ich habe halt immer wieder das Problem damit, dass ich mich damit konfrontieren muss, dass mir Leute vorwerfen, warum ich denn kein Kind aktuell möchte. Also es kann doch nicht sein. Was heißt denn 30? Das ist so jung. Das ist so krass, weil wirklich, ich sehe so richtig große Augen, Leute, wo die Leute erstaunt sind und sagen, wie, du willst noch kein Kind? Hä? So, ja. Ne? Und ich denke mir so, was hast du denn davon, wenn ich ein Kind habe? Also, was hast du für einen Mehrwert? Und keine Ahnung, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Hemmschwelle einfach nicht mehr so groß ist und dass die Grenzen nicht mehr gezogen werden können. Durch die Anonymität auch, die man so auf Social Media hat. Mm. Aber mittlerweile spricht man ja auch einen live an. Also auch meine Familie und Freunde. Ne? Das ist ja nicht nur so, dass das tut da, sind. Das tut da vielleicht noch ein bisschen mehr weh. Ja, voll, voll. Und ich versuche halt immer so zu sagen, ey Leute, ich will noch nicht. Und das passt einfach gerade nicht. Aber naja, keiner meint es ja böse. Aber trotzdessen ist es dann doch schon ein bisschen verletzend. Ja, also ich muss sagen, mich haben die echt in Ruhe gelassen. Weil ich denen allen ganz offen gesagt habe, ey, es hat nicht geklappt. Ja. Und wir versuchen es. Und ich bin halt dann traurig, wenn ihr mich fragt. Und so haben die einfach immer darauf gewartet. Aber das Ding ist, ich habe denen auch gesagt, ey, es hat wieder nicht geklappt zum Beispiel. Ja. Und dann wussten die, okay, Tara, Zyklus, weiß ich nicht, keine Ahnung, sagen wir mal 30 Tage. Okay, und dann wussten die genau, jetzt müsste sie eigentlich wieder sagen. Also, ja, sensibles Thema, aber ja, wir werden auf jeden Fall jetzt unsere Männer dazu holen. Vielleicht wir haben uns noch voll verquatscht wieder, ne? Ja, wir haben ja so viele Themen besprochen, die Leute. Wir eigentlich aufgeteilt hatten für weitere Folgen. Ja, aber egal, ja, sagt uns einfach, hey, geht mal ein bisschen deeper noch auf das oder das ein. Voll. Und ja, vielleicht ich können wir noch irgendwie. Das wird cool. Das wird cool. Das guck mal, wir haben so richtigen, wir haben jetzt so einen Slide in diese Richtung gemacht. Ich freue mich sehr. Ich hole jetzt die Männer rein. Ja. Mal gucken, wie wir die jetzt irgendwie verstecken. Oder ja, wir müssen uns mal jetzt ein Konstrukt überlegen, Leute, wie wir sie jetzt hier platzieren. Ich habe mir übrigens auch schon so Fragen hier rausgesucht, damit wir auch einen Leitfaden haben. Es soll ja nicht immer durcheinander und chaotisch sein. So Leute, jetzt haben wir gerade ganz lang und breit erklärt, dass wir den Namen meines Mannes nicht sagen dürfen. Und jetzt hat er einfach gesagt, jetzt macht einfach. Leute, dank euch, dank dieses Podcast-Schweiß. It's a moment. It's a moment. Er heißt John. So wie mein Sohn mit zweitem Namen, weil ich wollte nämlich immer einen Sohn, der John heißt. Das ging natürlich nicht, kann ja nicht beide John nennen. Krass. John Junior. John Junior. Das wäre auch sweet gewesen. Echt? Nee. John und John sind da. Was ist das denn für ein Selbstverliebtheit? Aber ich finde irgendwie John Junior, also ich finde es cute. Also obwohl... Ja, fühlt sich das dann nicht mehr so richtig. Obwohl bei mir selbst ist, also mit... ja, dann nicht mehr, ja. John Junior Abel. Ja, also, ja, Leute, also die vielen Dank dafür. Ja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ugi ist auch einmal da. Kurz Applaus. Applaus. Ansonsten, nein, für euch ist der. Für euch ist der. Ugi ist auch da. Genau. Also John und Ugi sind da. Also Ugi ist die Abkürzung. Ne? Das ist auch immer so krass. Ach so. Weil wirklich, manchmal schreiben die Leute, wie heißt der denn jetzt wirklich? Sag es doch jetzt endlich. Ja, wie heißt der denn wirklich? Er heißt Usch. Und das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, für viele, den Namen auszusprechen. Ich meine, das kannst du ja selbst erklären. Ja, echt. Das Problem ist, ich bin gebrandmarkt durch meine Kindheit und Jugend, weil kein Mensch einfach diesen Namen aussprechen kann, weil das G ja ein weiches G ist im Türkischen und das schluckt man ja so ein bisschen. Genau. Deswegen ist es halt immer schwierig gewesen und ich wollte nicht Uğur genannt werden. Das ist wie so ein Dehnungshaar. Genau.
Genau. Ja. Ja, Dehnungshaft. Taufe. Cool. Ja, super. Also, ein bisschen schwierig mit unseren Namen manchmal. Ja, die Jungs sind da, ihr könnt sie aber nicht sehen, nur hören, weil das kriegen wir auch noch hin. Die wollten einfach hinter der Kamera bleiben. Also Ugi sieht man ja auf meinem Kanal, aber Can jetzt eher nicht und deswegen sind die jetzt Leute, so. It's the moment, ne? Ich glaube, nach 10 Jahren. Undercover heute, nur die Stimmen. Geil wäre ja so eine Stimmenverzerrung eigentlich, so wie bei, wie heißt das nochmal, Akte X? Dann ist es Markenzeichen X. Ja. Ist das nicht? Yeah. X-Faktor. Ja, genau. Bei Spiegel-TV gibt es ja auch manchmal so. Ja, so mit verschwärztem Bild. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen und verheiratet? Boah, 2015 sind wir zusammengekommen. Ja. Und 2018 haben wir geheiratet. Wenn ich darüber nachdenke und es erzähle, jetzt denke ich mir so, wie schnell? Wie schnell? Also, es ist 3 Jahre, ist nix. Naja, wir waren noch schneller. Nein, wie schnell wir geheiratet haben. So, oder? Wir waren nur 2 Jahre, ne? Nee. Drei. Dann damals schien mir das so voll lange und so ein Jahr war so richtig lang, aber jetzt mittlerweile ist so ein Jahr so richtig schnell um. Ja, weil wir jetzt unser Leben selber so, also wir müssen es nicht mehr nur nach unseren Eltern und so richten. Ja, ja. Und Leute, Struggle. Struggle. Ja. Also das können wir euch auch nochmal in einer separaten Folge erzählen. Und darf ich raus? Ja, ja, ja. Das Ding ist, wir haben uns auch kennengelernt, 1 Monat bevor ich für 6 Monate nach Istanbul gegangen bin, für ein Erasmus-Jahr. Ach, krass. Ja. Also 1 Monat vorher haben wir uns kennengelernt. Was ist denn ein Erasmus-Jahr? Ein Auslandssemester. Ach so, warum sagst du das nicht? Ich habe das noch nie gehört. Sagt man das in NRW oder ist das generell in Deutschland so? Das ist ja ein Programm. Erasmus-Programm ist so ein Austausch. Ach so, nicht Austausch. Nein, nein, nicht Austausch. Auslandssemesterprogramm. Irgendwie sowas. Also, für Studierende? Ja, genau. Das haben die bei uns nicht ein einziges Mal gesagt. Aber vielleicht studieren FH. Ja, wie geht's denn so? Ich muss sagen, in dem Moment, wo ich ausgezogen bin und dann eine Erhöhung meines BAföGs bekommen habe, weil ich ein außerordentlich guter Student war. Ich habe von 214 Euro auf 402 Euro nämlich gedroppt. Wow. Wow. Die so, mein Vater so, okay, du kannst jetzt machen, was du willst. Du lernst gut. Und, aber bei uns gab es sowas tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht macht Maschinenbauer das nicht. Das weiß ich nicht. Also wir haben das, hat gar nicht angeboten bekommen. Also keine Ahnung. Wir hatten ganz viel aus Indien bei uns. Naja. Ja, also wieder einmal abgekommen vom Thema. Genau. Wir wollten nämlich eigentlich, haben wir die Männer dazu eingeladen, die wissen noch nicht so viel von ihrem Glück, dass die uns in ein paar Worten beschreiben. Weil sie können das aus tiefster Seele machen, vielleicht auch viel ehrlicher als wir. Ja. Vielleicht verschönern wir auch manche Dinge über uns. Aber wie gesagt, weil so cool sind wir auch nicht. Aber warte mal, wehe, ihr sagt was Falsches. Vielleicht sind die zu ehrlich. Ja, genau. Verdirbt uns unseren Sonntag nicht. Ja, also ich würde sagen, wir fangen direkt an, bevor wir uns wieder fangen mit Can an und ich frage Can. Ach, und du kannst mir irgendwann seinen Namen, ja. Und dann Can. Nein, nein, wir fangen mit dir an. Wir fangen einfach mit so einer ganz normalen, ganz erstmal banalen Vorstellungsrunde. Also erzähl mal so über Tara, was muss man über sie wissen? Sternzeichen, keine Ahnung. Weißt du mein Sternzeichen? Seit wann seid ihr zusammen? Wann habt ihr geheiratet? Solche Sachen. Die Ecke, ganz kurze, Eckdaten. Und dann kommen so deepere Fragen. Sternzeichen Stier. Ja. Genau. Aszendent? Ja, genau. Boah, das wäre geil, wenn das jetzt wüsste. Ja, Jungfrau natürlich. Löwe? Ja, genau. Also natürlich. So, der erste Mann wird ausgezogen. Ich habe 3. November 17 haben wir uns kennengelernt. Ja. Und da ging es eigentlich relativ schnell. Wir sind noch im Dezember noch zusammengekommen. 1 Monat später. Da hast du dich dran gehalten. Ja. Okay. Aber ein wahrer Gentleman warst du wirklich. Das stimmt. Ja. Hör auf ihn zu loben, er soll jetzt dich loben. Damals. Okay, du. 2020 haben wir geheiratet. Im Sommer. Mit dem Umzug. War auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Jahr. Wie kann ich Tara beschreiben? Tara ist ein Mensch, der sehr energiegeladen ist. Okay, warte. Ich will ganz kurz eingreifen, weil ich habe ein Lieblingsspiel. Okay. Wirklich, ich bin so ein Gesellschaftsspiel. Ich bin einfach so ein Mensch, ich liebe Spiele. Mhm. Mein Lieblingsspiel ist 3 positive und 3 negative Eigenschaften. Mhm. Nennen. Das ist mein Lieblingsspiel. Du darfst. Ja. Die eine positive Eigenschaft ist auch gleichzeitig eine negative Eigenschaft, weil Tara gibt sehr, sehr viel der Menschen. Und das kann sowohl positiv als auch negativ. Ja, voll. Für sie vor allem dann Erfahrung gebracht werden, weil sie kann Menschen sehr, sehr schnell ins Herz einschließen.
Aber es ist auch so, dass sie schnell mal auch enttäuscht werden kann. Ja. Weil wenn sie mal schnell mitbekommt, dass die Menschen eben nicht zurückgeben können, was sie so geben kann, dann ist das schon sehr, sehr schwierig. Für das ist krass. Ich habe Tara auch so kennengelernt. Die gibt so 100%. Ja. Ja. Danke. Also das ist 2-1. Die ist extrem hilfsbereit. Was ist das jetzt? Schlecht oder gut? Gut. Ich würde sagen, ja, positiv. Okay. Sehr hilfsbereit. Möchte, dass allen Menschen, die sie liebt, in ihrem Umfeld hat, auch gut geht. Ja. Möchte auch alle Menschen immer bei sich haben. Super fleißig. Eine tolle Mama. Danke. Frau. Bisschen mehr als 3, Baby. Es wird jetzt wirklich kitschig. Was reicht jetzt? Negativ. Negative Eigenschaften. Give me the... Bis heute immer noch, würde ich sagen, der ungeduldigste Mensch, den ich kenne. Ich habe und so viel Geduld gelernt. Und die ist wirklich noch, im Vergleich zum letzten Jahr noch einiges dazugelernt. Ja, aber immer wozu habe ich einen Seelenklemmer? Aber immer noch sehr ungeduldig. Ich feel you. Ja. Löwen. Und die hat auch Probleme, Aufgaben abzugeben. Ja. Also sie könnte sich auch das Leben oftmals vereinfachen, wenn sie einfach mal spricht und sagt, kannst du mal bitte das machen, kannst du das machen. Man muss ihr das anbieten. Man muss die Gedanken lesen können. Ja. Oder sie macht es dann selbst und am Ende ist sie enttäuscht. Weil Schatz, warum saugst du? Und wenn lass du mich doch saugen. Ja, saug doch selber. Wenn du sie fragst. Kennst du diese Unterhaltung? Wenn du sie fragst, gibt es dann ab oder dann auch nein? Oft gibt sie auch ab. Aber wenn ich mal den Moment verpasse zu fragen, macht sie es und sagt dann, warum hast du es nicht gemacht? Boah. Aber wieso sind wir alle so? Ich glaube, es hat nichts mit dem. Ah, ich dachte gerade, du sagst, ey, warum bist du so? Weil wir hatten heute Morgen noch so einen Fall. Oh, shit. Das passt doch einfach so krass zu dir. Ja. Wow, dann brauchst du ja. Also, ja, brauchst du gar nicht erzählen. Ja, das war, aber wisst ihr, was wir Frauen generell haben? Der packt seine Liste raus. Der hat auf den Moment gewartet. Ich glaube, wir Frauen haben einfach immer dieses: Wir denken 3 Schritte weiter und dann denken wir so, wieso habe ich für uns alle gedacht? Ich kann irgendwann nicht mehr denken. Ich sage, was habe ich hier heute, als hier reingekommen, gesagt? Feinfühlig. Ja. Sind die nicht? Und das ist übrigens ihre Schoko. Das ist ihre rechte Seite, Baby. Zu. Ja, das ist ja, das, wenn sie sehr so aus ist, das ja ihre rechte Seite, weil wir gucken uns ja an. Deswegen habe ich schon richtig gedacht. Ja, ja. Naja, jedenfalls, jetzt machen wir weiter mit Ugi. Vielen Dank. Danke auch. The good and bad vibes. Aber ich fand es super ehrlich. Aber ich fand es super ehrlich. Ich fand es gut. Du hast bestanden. Du hast bestanden, alles. Du kannst deinen Pulli ausziehen, wenn der warm ist. Du bist ja jetzt nicht mehr gesehen. Leute, wollte sich verstecken. Warm hier, ne? Also, ich sitze hier im Boxershorts. Wundert euch nicht, wenn wir uns gleich alle hier ausziehen. Ja, okay. Ja, also ihr müsst wissen, ich habe dieses Spiel bestimmt schon 35 Mal gespielt. Ja. Ich denke, es ist unfair, dass ich es auch mache. Aber sie akzeptiert auch nicht, wenn ich die gleichen Sachen nenne, weil sie weiß ganz genau, was ich vorher gesagt habe. Ja, aber für uns ist das ja neu. Ja, deswegen, ich sage einfach mal ein paar Sachen. Und das muss auch jeder in unserer Freundschaftsrunde, also in der Freundesrunde muss das spielen, ne? Ja, da ist die Kriege groß, also da wird wirklich explizit darauf geachtet, dass jeder auch zu 100% dabei ist und auch ehrlich antwortet. Das geht sonst nicht. Ja. Ja, vielleicht kann sie sich ja dann damit weiterentwickeln, das ist ja wahrscheinlich... Ich liebe das. Also habt ihr mich schon offiziell jetzt eingebunden? Du bist jetzt integriert. Du bist dabei. Ja, okay. Du bist jetzt dabei. Fehlen noch ich. Okay. Also bei Bethül ist das... die 3 positiven Eigenschaften, fangen wir damit an. Nee, ich fange mit negativ an. Das okay. Die Spannung ein bisschen. Ja, besser. Okay. Also, negativ, sie ist viel, viel, viel zu gutherzig. Mhm. Wie bei dir. Das ist ein ganz großes Problem. Vertraut wir Menschen, sind so gutherzig. Fangen mit dem Herzen. Vertraut Menschen immer viel zu schnell. Mhm. Und das fällt dann manchmal so schon leicht so in die Naivität rein. Sie denkt dann immer, sie geht immer davon aus, dass jeder so gutherzig ist, wie sie anderen Menschen gegenüber ist. Aber leider haben wir es schon öfter gemerkt, dass das nicht der Fall ist. Ja, auch naiv würde ich eher sagen. Ja. So ein bisschen naiv. Ja, gutherzig ist ähnlich. Ja, gutherzig ist eigentlich ein schöner, also ich glaube naiv. Ich bin echt naiv, Leute. Aber es hat sich gebessert, oder? Ja, schon. Ja, ja, ja. Die zweite Eigenschaft, die zweite negative Eigenschaft, das ist die... sehr krasse Stimmungsschwankungen hat manchmal, nicht so oft, aber manchmal. Und wenn sie dann da sind, dann ist es aber auch so schlagartig wegen so Kleinigkeiten, weil sie einfach, also ich merke einfach in vielen Momenten, sie hört einfach auch nicht auf zu denken. Das ist halt zum Beispiel, wenn sie
wenn wir gerade am Fernsehen gucken sind oder im Bett liegen oder sonst was, das rattert einfach die ganze Zeit und ich rede mit ihr und sie, ich merke einfach, das geht so in die Wege, sie hat so einen Tagtraum, aber ist einfach komplett im Kopf am Durchrattern und am Überlegen und etc. Und das ist halt so ein Ding. Dann einfach ansatzlos kommt random so eine Frage, die einfach nichts mit dem jetzigen Geschehen zu tun hat. Komplett paradox, aber ja, Gott. Und dann, ja, ich kann schon richtig krass ausrasten. Oh. Wirklich so richtig, aber so auf einmal. Okay. Und dann aber bin ich in 2 Minuten wieder unten, ja. Und dann erwarte ich halt auch eigentlich, dass der Gegenüber auch unten ist, aber es geht ja halt nicht. Ich weiß, aber ich bin dann so, ich habe mich jetzt entschuldigt, sei doch wieder normal. Ja, komm mal, Jonathan. So ein Fegefeuer, alles ist verbrannt. So. Jeder ist so. Ja, alles so, und sie so wieder. I'm done. Ich bin so fertig. Ja, ja, ich kenne das. So, Schatz, geht es zu essen? Und dritte Eigenschaft ist auch, sie ist auch sehr, sehr ungeduldig. Sie, alles muss genau jetzt passieren. Und sie muss alles jetzt wissen, weil das ist halt. Wenn ich es im Kopf habe, ja. Wenn sie was im Kopf haben. Das, ihr habt ja genau dasselbe gesagt, beiden. Aber ich glaube, viele Frauen sind da ähnlich. Oder? Nee, also meine Schwester hat ganz viel Geduld. Also ich glaube, wir beide sind unzählig. Ja, aber meine Schwester hat zum Beispiel auch keine Geduld. Ja. Ich kenne halt in meinem Umfeld gar keine Frau eigentlich, die wie, oh doch, doch, doch. Franz Mama, Mama ist super geduldig zum Beispiel. Ja, die kenne ich ja nicht. Also ich kenne halt Frauen, die geduldig sind. Deswegen kenne ich nicht alle Frauen. Und die werden bestimmt auch ganz viele sagen. Ja, okay, ich nehme es zurück. Zu mich nicht mehr denn dein Shit. Okay, und die Guten? Guten eigentlich schon sehr, sehr viele. Deswegen muss ich komm, mach mal kompakt und schnell. Guck mal, wie siehst du ungeduldig wieder? Oh mein Gott. Ja. Also ich glaube, was bitte am krassen auszeichnet, ist einfach ihre krass gesellige Art. Mhm. In der Gruppe, sie ist meist auch die Person, die ganze Gruppe... Wie nennt mich unsere... Die Organisatorin? Nein, Stimmungsmacherin. Ja. Ist wirklich so. Sie ist auch so, dass sie halt oft einfach viel redet in der Gruppe. Einfach Stimmung macht. Sachen organisiert. Und viel redet, ja. Etc. Das ist so ein Ding, sie ist die zweite Eigenschaft ist wieder dieses Gutherzige. Es kann man ja einmal in diese Richtung. Ja, ja. Same wie bei Tara. Genau. Einmal in diese gute Richtung. Es ist tatsächlich. Genau. Also alles, was sie hat, soll jeder haben. Jeder soll daran teilhaben und allen soll es gut gehen. Und sie kann es auch nicht verstehen oder sie kann es nicht akzeptieren, dass es anderen schlechter geht als ihr dann in dem Moment zum Beispiel. Nein, das geht nicht. Bei Familie ist das zum Beispiel sehr, sehr krass. Und dann fängt die auch manchmal ansatzlos an zu weinen, wenn sie einen Gedanken verwirrt. Also, Beispiel, wir haben uns gestern einen Koffer gekauft, ne? Weil wir einen Koffer brauchen. Und der war ein bisschen teurer, sage ich mal, weil ich dachte mir halt eine Investition für immer. Und dann hat er gesagt, ich kaufe mir erstmal keinen. Ich habe diesen Koffer mit nach Hause genommen, Leute. Ich kann mich nicht über diesen Koffer freuen, weil er keinen hat. Und es geht halt für mich nicht. Ich bin auch so. Es geht nicht. Ich kann den nicht alleine haben. Genau so. Und ich freue mich auch nicht über den Koffer so. Ja. Ich kann das auch nicht, wenn nicht jeder hat, den ich liebe. Ja. So, das war gestern echt so ein Beispiel. Sie war dann auch so geknickt. Sie so, ja, aber guck mal, du hast ihn jetzt nicht geholt. Und hab ich gedacht, ey, Schatz, wir fliegen ja auch mal gemeint. Also wir sind oft natürlich gemeinsam, aber wir sind ja auch mal einzeln weg. Da kann ich den Koffer auch nehmen. Nein, dann kriegst du nicht, da steht BA drauf. Ja. Nee, aber sie will immer auch, dass ich alles habe, dass, wenn sie sich was kauft etc. Und dieses Teilen, dieses Gefühl von Teilen ist halt sehr, sehr krass. Mhm. Und die dritte Eigenschaft, was für mich persönlich zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, dass sie ein sehr großer Familienmensch ist. Mhm. Dass für sie Familie an erster Stelle kommt. Mhm. Und das ist halt das Wichtigste. Also es gibt mit dir aber auch. Familie. Mhm. So. Also wenn ich mich jetzt nicht in die Familie einschießen würde, dann wäre alles, also Familie ist safe 1. Ja, so. Also Familie und mein halt Ehemann und meine Liebsten einfach so Nummer 1. Ja. Also, glaube ich, für viele so. Dankeschön. So, das waren jetzt natürlich diese ganzen schmeichelnden, aber auch negativen, waren jetzt okay, ne? Können wir im Leben, oder? War okay. Wir sind ja nicht blind. Ja, aber ihr wart ja auch lieb. Und es ist ja auch wichtig, dass man das weiß, damit man auch sagt, was man machen kann dagegen. Ja, ist so. Also ich würde jetzt gerne mal einfach so eine eine Frage an euch beide einfach stellen. Und dann könnt ihr ja dann über eure eigene Ehefrau die beantworten. Ja. Okay. Direkt nach der Umarmung bzw. Begrüßung. Du riechst richtig, richtig gut. Welches Parfüm ist das, wo wir uns dann am ehesten wohlfühlen und wir wissen, wir riechen gerade richtig, richtig gut? Was ihr dann drauf habt? Ja, was wir drauf haben. So,
Soll ich anfangen? Es ist situativ. Dieses Wohlfühlen hast du selber bei Baccarat Rouge. Ja, ist ja schon leider sehr ausgelaugt. Genau, sonst geht die auch, würde ich sagen. Mag ich auch. Und so Alltagsduft habe ich auch. Genau, aber bei den beiden, das ist halt so, da merke ich so, wenn du gefühlstechnisch nicht weißt, wo du gerade bist, dann ist das so dein Allrounder. Ja. Boah, das ist jetzt ein bisschen schwer für John, weil ich glaube, ich habe 2 Jahre kein Parfüm mehr getragen wegen meinem Sohn. Ah, stimmt, krass. Ja, aber könntest du... Dein Hochzeitsduft war ja Dior. Ja, welcher? Ah. Das war ich eben nicht. Das war Rouge Trafalgar. Rouge Trafalgar, für alle, die heiraten. Ein wundervoller Duft. Mein Hochzeitsduft war auch Baccarat Rouge. Ja. Oh, out. Und sonst? Nee, weiß er nicht. Aber du konntest wegen Nein nicht tragen. Weil ich störe. Also ich habe ja völlig lang, also übertriebene Übelkeit in der Schwangerschaft gehabt, okay. Da konnte ich gar nichts riechen. Also wir beide haben 2 Jahre keine Düfte getragen. Und danach ja, sind die so klein. Ja, ja. Die sind so klein, ich mag das bis heute nicht, wenn ihnen jemand in den Armen der Parfum trägt, weil die riechen und schmecken ja irgendwie 40 mal intensiver als wir. Und dann kommt meistens noch irgendwie jemand, der so ein Oud trägt oder sowas. Ja. Und dann denkst du so, Bro, die ganze Nacht wird beschissen wegen dir, danke. Okay. Nächste Frage. Nutella auf dem Brot mit oder ohne Butter? Bei uns. Ja, also. Ich fange mal an. Safe ohne. Ohne. Ja, ja. Du hast noch nie mitgegessen, glaube ich. Nee. Mag ich auch nicht. Also, viel. Wenn du es probieren würdest, würdest du es mögen. Aber es ist zu fettig. Ja. Tara ist eigentlich kein Nutella-Brot und wenn, dann natürlich auch ohne Butter. Also das wäre erstens, das ist eine Kalorienverschwendung. Zweitens, heute ist Cheat Day, ich habe ein halbes Toast gegessen. Ach, bist du jetzt gerade, ach, so Ernährung? Ja, 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 ich muss ja jetzt wieder nach der Schwangerschaft und ein bisschen, im Sommer will ich wieder. Ja, okay, das riecht. Das gehört sich aber auch. Aber es gibt eine Proteincreme, die hat 85% weniger Zucker und die haue ich mir. Aber schmeckt die denn? Ja, die schmeckt nach Eiweißpulver ein bisschen, aber schmeckt gut. Aber niemals schmeckt die wie Nutella. Nutella hat pro Löffel 50 Gramm Zucker. Das muss ich jetzt nicht wissen. Wie zur Hölle? Das muss ich jetzt nicht wissen. Und ganz viele andere Schoko-Aufstriche, Brotaufstriche, weil wir müssen dazu sagen, das ist keine Werbung. Ja, stimmt. Ja, ja. Aber haben wir ganz am Anfang gesagt, ne? Ja, wer weiß, wer uns da verklagt. okay. Sternzeichen hast du gesagt gehabt schon. Aszendent weißt du nicht? Nee, jetzt weiß er es doch. Löwe. Mondzeichen? Weiß ich nicht. Bitte was? Mondzeichen? Keine Ahnung. Okay, dann stelle ich dir die Frage. Sternzeichen, Aszendent und Mondzeichen. Das stelle ich mal genauso weit weg wie Uhr von dem Mikro, nicht, dass das zu laut wird. Jeder weiß, ich glaube, jeder, der 2 Sätze mit mir gesprochen hat, weiß und muss wissen, dass sie vom Sternzeichen Löwe ist. Ja. So. Ich bin und was ist dein Aszendent aber? Ja, frag ihn mal. Erzähl doch ab 30. Ja, also frag ihn mal. Wenn du es jetzt nicht weißt, ist krass, ne? Aszendent muss ich passen. Ich sage euch auch warum, weil ich kann mir meinen eigenen Aszendenten auch nicht merken. Ich habe es mir in die Notizen aufgeschrieben, aber ich vergesse Aszendenten einfach jedes Mal. Also das ist unfassbar. Aber ich glaube, Aszendent. Du hast ihren Aszendenten in deine Notizen aufgeschrieben? Achso, ich dachte. Hast du das? Aszendent Stier? Nee, Waage. Ach, Waage. Du bist aber Doppelwaage, ne? Nein. Komplett. Waage, Mondzeichen, Widder. Ah, Widder, ja. Genau. Stimmt, okay. So war's. Gott, mein Bruder ist Widder. Okay, geile Frage. Jan. Ja. Wenn Tara in den Zeugenschutzprogramm müsste, okay. Was wäre ihr neuer Name und wohin würde sie ziehen? Hinziehen. Ja, geile Frage. Ihr neuer Name wäre nur. Ist mein eigentlicher Geburtsname. Aber kann man den dann nehmen? Ja, ach, der steht nirgends. Nach. Ja, ja, stimmt. Der steht nirgendwo. Ja. Mhm. Ja. Sie würde nach New York ziehen. Ja. Oh. Nach Soho. Ja. Oder Manhattan. Geil. Upper East Side. Mhm. So Gossip Girl Vibes. Ich liebe New York. Ich liebe jede Ecke. Blair oder Serena? Blair. Ja. Serena geht mir so auf. Sonst wäre ich jetzt aufgestanden gegangen. Save Serena. Save. Ja. Der hat jetzt auch geguckt mit mir. Serena? Ja, der mag Serena mehr. Ich hasse Blair. Nervt so heftig. Boah, ich verstehe das nicht. Ja, ja. Serena steht wenigstens. Die Heulsuse nervt mich. Die nur noch rumheulen. Okay, same question. Gossip Girl. So, okay. XOXO. Same question. Okay. Dann würde das nie gucken. Das ist schon geil. Ob du heißen müsstest. Das, keine Ahnung. Ich kann den Namen sagen, den du cool findest. Aber ja, vielleicht sag einfach irgendeinen. Wenn wir eine Tochter kriegen, willst du ja so nennen. Deswegen nein, den verraten. Kannst du jetzt nicht verraten. Den kannst du jetzt nicht verraten, Leute, das geht nicht. Oh, ich nehme schon eine Stunde auf. Ne? Ja, aber da muss auch viel geschnitten werden. Ja, ja. Wohin du ziehen? Also, wenn du einmal in New York gewesen wärst, würde ich auch New York sagen, aber Standpunkt jetzt Istanbul.
Oder Paris. Paris. Auch eventuell. Schatz, du kennst mich gar nicht. Nee. Tara kennt mich besser. Also, du würdest gar nicht einen Ort haben wollen. Das ist für dich viel zu lame. Nee. Ja, doch, es kann ja, sein. 100%. Das kann sein. Du kannst dich an einen Ort. Und okay. Wie wäre jetzt ihr Name? Hä? Name? Achso. Ja, Secret. Achso, jetzt macht ihr den Secret. Ja. Okay. Welches Brettspiel mag Tara überhaupt nicht? Überhaupt nicht? Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was? Du magst Gesellschaftsspiele? Ja, aber ich eins hast du schon besessen. Woher soll ich denn wissen, was du nicht magst? Weil er verheiratet ist mit ihr. Ich hasse, Mensch, ärgere dich nicht. Weil du dauernd wieder zurück zu diesem fucking... Ja, weil deswegen. Ich liebe es. Nee, mich fuckt das. Also ich ärgere mich. Sorry. Nochmal. Ich finde das nicht schlimm. Ja, ich liebe... Abgefuckt können wir sagen. Okay, also ich liebe Spiele. Ich könnte jeden Abend einen Spieleabend machen. Aber dass ich immer wieder einen Rückschritt machen muss, regt mich richtig auf in diesem Spiel. Du kommst nicht vorwärts. Das passt nicht zu ihrem Lebensstil, Leute. No. Ja. Also das, was du gar nicht magst, ist... Wir haben es einmal gespielt, daher weiß es, Dame. Ja, mag ich echt nicht. Ja, und diese, was ich zum Geburtstag bekommen habe, habe ich einfach nicht gerafft. Das mit den... Das musst du einfach verstehen. Was Hörnern, Ziegen, was war das nochmal? Wie heißt Katan? Nee, Karten, da sind so Hornochsen. Habe ich nicht verstanden. Habe ich auch nie gehört. Das ist eigentlich ganz cool, aber das muss man erst nicht verstehen. Okay, das ist auch eine geile Frage. Beschreibe den schlimmsten Haarschnitt oder die schlimmste Haarfarbe, die Tara hatte. Schlimmsten Haarschnitt kann ich gar nicht sagen, weil sie schon immer lange Haare getragen haben, wie ich sie kenne. Sind jetzt nur noch länger. Ja. Die waren so, als wir uns kennengelernt haben. Ja, ist aber nicht kurz. Jetzt sind die aber so. Die waren schon lange, Schatz. Das sind übrigens ihre eigenen Haare. Gleich, Beweise. Ich mag lange Haare. Ja. Und sie hatte eigentlich schon immer lange Haare. Jetzt sind sie sehr lang. Ja. Was ich toll finde. Ja, ich weiß. Jetzt magst du sie sehr. Das ist so anstrengend, Junge. Das ist die Föhnerei. Hat sie... Ehrlich gesagt, sehr oft die Haarfarbe gewechselt. Die hatte oftmals. Du hast aber so einen Kupferton, oder nicht? Ja. Rot hast du auch mal. Nee, ich wollte das nicht, Leute. Das ist halt bei meinen Haaren schwer hell zu gehen. Ja. Ja. Aber jetzt ohne Schmiere finden zu wollen, da gab es leider keine Haarfarbe, wo ich gesagt habe, nee. Ach, der liebt dich einfach so, wie du bist. Weißt du, als ich blau nach Hause kam? Blaue Haare? Ja. Weil er doch, das hat gesagt, morgen, komm morgen wieder. Das ist das Ergebnis. Aber das war krass, ne? Der hat einfach irgendeine Farbe zu lang einwirken lassen. Auf einmal habe ich blaue Haare. Krass. Meine Story-Views sind ins Vierfache gestiegen, weil ich gesagt habe, Leute, ich kann euch das nicht zeigen, ich muss erst morgen. Echt jetzt? Und die Leute sind die ganze Zeit auf meine Storys. Ich weiß ganz genau, was du dazu sagen wirst. In der Frisur war, also schlicht jetzt kein Problem, aber Farbe. Ja, ich weiß genau. Also bevor ich Betül kannte, sie hat mir das im Nachhinein in einem Foto gezeigt, ich dachte, irgendwie orange. Geil. Meine eigenen Haare, Leute, ich habe Extensions, aber ich hatte selbst so Haare bis hierhin und ich hatte die noch nie gefärbt. Und dann war ich in der Türkei, dann war beim Friseur. Und dort auch noch Ammoniak so machen. Ab rein. Hier, nicht blond, geblondiert, sondern orange. Ja, ja. Orange. Und da hat er, es war seitdem muss ich Extensions tragen. Das habe ich noch nie gesehen und sonst fand ich das Blonde jetzt nicht so. Ja, und das Blonde fandst du scheiße. Ich war mal blond. Ja, das, was für unser Dings möglich ist. Du bist ja noch heller sogar. Aber ich wollte auch mal wasserstoffblonde Haare, ne? Das geht bei mir nicht. Und dann haben wir es probiert und die waren wie Gummi. Ah, ja. Okay, sollen wir noch so, um uns abzurunden, dann würde ich so aus dem Rahmen springen, zwei Fragen machen? Weil ich finde echt geil. Also ich habe ganz viele Fragen hier. Aber, die machen wir dann, wenn wir mal zu einem Urlaub fahren. Ja, eben, genau. Okay. Dann kannst du sie uns alle stellen. Musik verboten, damit Fragen stellen. Okay, welche zwei Dinge würde Tara zuerst tun, wenn sie unsichtbar wäre? Boah, das ist eine gute Frage. Geil! Das ist vielleicht eine gute Frage. Wir haben eine kurze Überlegungspause. Also reden wir jetzt auch davon, dass sie dann... Sie ist unsichtbar. Sie ist unsichtbar. Ja, die ist unsichtbar. Aber nee, die kann auch, sagen wir mal, wir fügen mal ein bisschen was so Pep rein. Die kann auch so auf einmal irgendwo anders sein. So schnell. Ja gut, da wäre sie auf jeden Fall irgendwo, wo es so schön warm ist. Das Erste, was sie tun würde, einfach abhauen ins Warme. Boah, ich würde das machen. Ich weiß, was ich machen würde. Richtig hexische Sachen. Du musst dein WLAN wieder... Ich würde so richtig hexische Sachen machen. Bei Tara sehe ich nichts Hexisches. Irgendwas machen, was sie wirklich so runterholt, wo sie einfach... Ich sag dir zwei Dinge, weil du bist gerade auf der falschen Bahn. Okay. Also erstens würde ich
damit, weil ich davor Angst habe, sehr, sehr tief ins Meer tauchen. Ach, krass. Und sie gucken, aber wer da... Aber du tauchst doch generell. Ja, aber du darfst ja nicht... Ich kann ja nicht unter 30 Meter... Das ist nur unsichtbar. Du kannst ja selbst unter Wasser atmen kannst. Und Schmerzen. Ach so, habe ich trotzdem das alles? Du hast alles, du bist nur unsichtbar. Ach so, das ist ja doof. Okay, dann würde ich... keine Superkraft mehr. Dann würde ich einmal zu... Sag. Nachdem ich bei einem Besuch war, würde ich gerne wieder zurück, ja, um zu hören. Weil, siehste? Ja, siehste? Auch die lustigsten Gespräche nach so Besuchern, ne? Und dann würde ich gerne hören, was die sagen. Ja, boah, das ist so geil. Boah, das wäre richtig geil. Und dann wäre ich auf einer Party, wo richtig Leute sind, die ich kenne, also die auch viele Leute kennen, also so vielleicht sehr berühmte Influencers, irgendwelche Stars und so, und gucken, was die da so machen in ihren, wenn die denken, die sind richtig privat. Ja. Und dann sehen wir mal, wie ich du warst an und du so, die ist gar nicht Excel. Ja, du bist ein Podcast zu 99% der Frauen, glaube ich. Ganz ehrlich, die Männer. Auch die jeder Mensch, glaube ich, das ist das Gleiche. Ich würde auch sagen, ich wäre gerne in Gesprächen da, wo die Leute nicht wissen, dass sie da ist. Ja, ich würde so gerne hören einfach. Ja. So bei bestimmten Leuten aber, ne? Es gibt bestimmte Leute. Ich hätte das voll gerne. Ich denke mir immer so, was haben die jetzt gesagt, wenn wir rausgegangen sind? Waren wir zu lang da, waren wir zu laut, vielleicht waren wir zu aufdringlich, waren wir nett genug, waren wir... So viel Kopf, oder? Aber ich würde es auch gerne wissen. Und bei bestimmten Leuten würde ich gerne wissen, was die über mich wirklich denken. Deswegen würde ich, wenn ich könnte, würde ich das Unsichtbare tauschen mit Gedanken lesen. Das finde ich noch geiler. Oh, das würde mich aber echt stressen. Ja, schon. Gedanken lesen kann schon sehr creepy werden, weil da hörst du ja gar nicht auf. Dann bist du ja die ganze Zeit, wenn du jemanden anguckst, dann liest du mit Gedanken. Okay. Oh, ist Nahe wach? Also er wird jetzt wahrscheinlich gleich mal hier... Okay, last question. Ja. Wenn Tara mit jemandem einmal ihr Leben tauschen könnte für 24 Stunden, mit wem würde sie das tun? Willst du mit niemandem? Ich bin super glücklich in jemandem, so wie es ist. 24 Stunden, kann ich auch abhauen? Also wie jeder... Mensch das machen. Du kannst doch 24 Stunden mit deinem Mann, deinem Kind verbringen. Nee, ich würde gerne... schon gerne, dass du jemandem sagst. Ich wäre gerne schon mal eine männliche Person. Ja! 24 stimmt. Stunden ein Mann, aber ein geiler Mann. Also Gianni. Wärst du gerne Gerard Butler und würdest du wollen, dass alle Frauen auf dich stehen? Ich glaube, der ist schon cute. Also ich finde ihn ja super cute. Ja, ich finde ihn auch toll. Aber, oder, ja. Seine Hose ist toll. Kennst du dieses Meme? Wir haben gestern auch darüber geredet, wo so attraktive Männer oder Frauen im Video zu sehen sind und dann schreibt man drunter. Welche Farbe hatte der Bikini? Ja, genau. Oder voll die schöne Vase im Hintergrund. Also ein auf. Ein auf, ja. Ja, ich glaube, das ist ein guter, ja, Gerard Butler. Vielleicht zu Drehzeiten von Die Gesetz der Rache, vielleicht so ein Film, aber so den Abschlusstag, wo die danach so richtig Party machen gehen. Ja. Ich glaube, die machen gar keine Party nach so einem. Die sind so tot. Ich bin froh, wenn die in den Raum gekommen. In diesem Fall machen sie. Dieser Jumper wird uns organisieren. Er hat das zu machen. Und du? Ja, muss er wissen. Ja, musst du wissen. Du wärst gerne, glaube ich, zur Drehzeit von Iron Man, Robert Downey Jr. Ah. Ja, echt? 1 Million%. Ich wäre gerne bei Marvel am Set, also bei dem Avenger-Film dabei gewesen. Ich bin ja so ein richtiger Marvel-Freak. Mm. So ein richtiger, ich will Freak. Auch alle chronologisch geben, damit. Ja, meine Liste, ne? Habe ich dir geschickt, hoffentlich. Nee. Habe ich nicht? Nee. Wir haben das ja 6-mal komplett durchgeguckt. Ja? Dann ich wäre gerne Robert Downey Jr. Mir und ich finde den super, super charmant. Er ist super cool. Ich schaue mir auch sehr gerne von so Stars einfach Interviews an, so abgesehen von den Filmen, weil ich will wissen, wie sind die Charakter nicht denn selbst? Mhm. Und ich finde es mega geil, wenn er, weil er ist zum Beispiel so ähnlich wie der Charakter von Iron Man. Also wie Tony Stark und im Privaten, und das finde ich so geil. Cool. Ja. Ja, dann hat er gerade richtig getroffen. Das war geil. Das war richtig cool. Wir hätten noch mehr Fragen, aber wir müssen gucken, ne, dass wir jetzt nicht 3 Stunden lang einen Podcast aufnehmen. Vielleicht können wir ja nochmal zu einem besonderen Anlass unsere Männer wieder zurückholen. Voll. Und wenn ihr Bock drauf habt. Und wir beschreiben dann unsere Männer. Aber dann müsst ihr vor die Kamera. Mal andersrum, aber können wir es auch machen. Nein, also übertreiben. Ey, cool.
Aber war schön, oder? Was sagt, also sagt man auf jeden Fall, kann man, gibt es da Kommentarfunktion? Ja, also bei YouTube auf jeden Fall. Wir sind okay. Ja auch auf YouTube. Ja, da könnt ihr es auf jeden Fall schreiben. Ansonsten verlinken wir euch natürlich auch unsere E-Mail, unser Instagram und Co. Da könnt ihr euren Senf natürlich immer gerne abgeben und uns sagen, was cool war, was uncool war. Für die erste Folge war es so. Für die erste Folge haben wir uns richtig wohl gefühlt. Und Leute, wir hatten echt keinen Plan, so eigentlich richtig. Nee, wir hatten wirklich keinen Plan. Wir wollten kein so strukturiertes Ding draus machen, damit wir einfach ehrlich auch sind. Ja, voll. Wir haben echt viele tiefe Themen, viele lustige Themen besprochen. Ich fand das voll cool mit den Männern. Jungs, die waren richtig cool. Ihr wart richtig cool. Wir wissen jetzt, wie John heißt. Wir wissen jetzt, oh mein Gott, wir können so ein Ding draus machen. Ja. Mit das Und also, ja, ihr habt uns näher kennengelernt, hoffentlich. Und ja, falls noch nicht, abonniert unseren Kanal. Oh mein Gott, ich habe das noch nie gesagt. Und ich freue mich gerade drauf, dass ich das sagen kann. So viel YouTube. Habe ich schon mal gesagt? Du hast auch YouTube-Videos. Ach ja, ich habe 3 Videos, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, aber jetzt richtig. Ja, ja, cheers. Abonniert High und Chai. Was sagt man noch? Sag. Du musst schreib Kommentare, Daumen hoch, Glocke an. Und für Spotify? Ja, ach so, wir gehen alle 2 Wochen online. Das wäre auch, glaube ich, gut zu wissen. Ja, wir gehen alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen gehen wir online, weil, Leute, wir haben echt keine Zeit. Und alle 2 Wochen. Ja. Wer will uns denn noch mehr hören? Ja, alle 2 Wochen. Und wenn ihr Ideen habt, her damit. Meldet sie uns gern. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Wuhu. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.